Haben Sie Höhenangst, liebe Zuschauer? Dann müssen Sie heute ein paar Mal die Augen zumachen. Denn bei Sportlich werden wir heute klettern. Und wenn man klettert und oben angekommen ist, dann muss man nachher auch wieder unten ankommen. Und deshalb ist das Fallen eine der wichtigsten Übungen beim Klettern. Ich werde jetzt gleich das Fallen üben. Und mir schlottern schon hier oben so ein bisschen die Beine. Aber ich bin guter Dinge, denn ich werde gesichert von Arvid Esser, von dem wir heute ein bisschen was über das Klettern lernen werden. Er klettert 3 bis 4 Mal die Woche und ja, weiß, was er tut. Und ich sag mal, ich vertraue ihm und springe jetzt mal los. Arvid, schön, dass du da bist und mich gesichert hast. Gerne. Ich habe dir vertraut. Wie wichtig ist denn das Vertrauen beim Klettern? Ja, also Vertrauen ist sehr wichtig. Man muss natürlich dem Gurt und dem Seil vertrauen, aber halt auch vor allem dem Sicherer. Das merke ich auch, wenn ich kletter. Also gerade, wenn mich mein Vater, meine Mutter sichern oder gute Bekannte, dann kann ich richtig an meine Grenzen gehen. Aber wenn ich halt von Leuten gesichert werde, von denen, die ich nicht gut kenne, dann hat man immer ein bisschen Angst und das merkt man eben auch beim Klettern. Und dann kann man eben nicht alles aus sich rausholen und hängt sich lieber ins Seil und macht es vorsichtig. Mhm. So diesen Menschen, der sichert, den vergisst man ja immer beim Klettern. Man denkt immer nur so an diese coolen Kletterer, die so am Berg hängen. Aber dieser Sicherer ist ja eigentlich sehr wichtig, oder? Ja, also man braucht immer einen Sicherer. Ohne Sicherer kann man eben nicht klettern gehen. Also immer zu zweit unterwegs ja. sein. Mhm. Genau, mindestens. Wie funktioniert das mit dem Sichern? Also jetzt technisch gesehen von den Knoten oder was braucht man? Ja, also man sichert eben mit einem doppelten Achterknoten im Normalfall. Es ist eben wichtig, dass man den Knoten gut lernt. Man muss immer aufpassen, ob alles stimmt, weil einmal ein Fehler gemacht und das ist eben sehr gefährlich. Der kann wirklich nicht aufgehen, wenn da so ein ganzer Mensch dran hängt? Ja. Also umso fester an dem Knoten gezogen wird, desto fester zieht er sich zusammen. Das ist gerade das Tolle. Und deswegen, der Knoten geht nicht auf, wenn er richtig gemacht ist, bleibt er immer zu. Jetzt sagst du, das richtig lernen, das heißt, von wem lerne ich den? Von einem Freund, der gut klettern kann oder von wem auch immer? Ja, also wenn man jetzt zum ersten Mal klettern gehen will, kann man nicht einfach so loslegen, weil es ist sehr wichtig, dass man alles richtig macht und eben sich gut auskennt. Deswegen ist es am besten, zum Beispiel hier in der Kletterhalle Benzer einen Grundkletterkurs zu machen. Und eben, wenn man dann loslegen will, ist das der erste Schritt, sichern zu lernen, Knoten zu lernen. Und erst wenn man das gut kann, kann man also selbstständig klettern gehen. Wie lange dauert das, bis man das kann? Also der Grundkletterkurs geht, glaube ich, 2 mal 3 Stunden. 2 Termine. Und danach kann man dann selbstständig klettern gehen. Wenn man unter der Voraussetzung natürlich, dass man sich sicher fühlt und eben den Knoten und das Sicherungsgerät richtig bedienen kann. Und dann auch jemand hat, der mitkommt, der mit einem klettert. Sicherer braucht man, ja. Jetzt hast du schon erzählt, dass du auch so Momente hast, wo du so an die Grenzen gehst. Wenn du jemanden hast, der dich gut sichert, gab es denn schon mal Momente, wo du so Angst hattest? Ja, also man hat sehr häufig Angst beim Klettern. Gerade wenn man am Fels klettert, im Vorstieg, dann klettert man ja auch über die Sicherung hinaus. Was heißt das, Vorstieg? Also man das Seil hängt noch nicht oben und am Fels hängt natürlich noch kein Seil oben. Ich muss das Seil selbst einhängen. Aber es gibt Haken an der Wand, in denen ich mich einheben kann. Aber die Hakenabstände variieren eben. Und es kann sein, dass die Hakenabstände sehr weit werden. Und wenn ich dann eben falle, dann können tiefe Stürze entstehen. Und natürlich, wenn man dann über dem Haken klettert, muss man die Nerven gut beisammenhalten. Da hängt man wirklich dann alleine so am Fels nachher mal. Ja, also man muss die Ruhe bewahren, weil sobald man nervös wird, klettert man schlecht und fällt dann halt eher runter. Also immer die Angst unterdrücken, ruhig bleiben. Und dann klettert man gut, dann schafft man doch zum nächsten Haken. Ist Klettern ein Sport, der so die Konzentration fördert? Auf jeden Fall, ja. Also man muss immer alle Nerven beisammen haben und sich wirklich genau darauf konzentrieren, was man macht. Gerade, man hängt ja sehr hoch oft, man wird leicht nervös und das muss man im Griff haben. Okay, also ich musste so erstmal die Angst überwinden, hier runterzufallen. Und schön, dass du auch noch manchmal Angst hast, dass es nicht nur den Anfängern so geht. Aber jetzt werden wir erstmal ein bisschen klettern.
trotzdem Klettern ein Sport für junge Menschen, die Kraft haben und dynamisch sind? Nee, auf keinen Fall. Also es kann wirklich jeder klettern gehen, in jedem Alter. Ich habe am Fels auch schon oft 60-jährige Kletterer getroffen. Man kann die Schwierigkeit immer dem eigenen Können anpassen. Und deswegen kann wirklich jeder klettern gehen. Das heißt, auch wenn ich jetzt 50 wäre und sage, ach, würde ich gerne mal ausprobieren, ist gar kein Problem? Ja, klar. Also das Einzige, was man mitbringen muss, ist ein bisschen Verantwortungsbewusstsein, dass man eben nicht leichtsinnig damit umgeht. Aber an alles andere kann man anpassen und man kann es jedem recht machen. Wie vermeidet man denn so vielleicht so ein bisschen Selbstüberschätzung, dass man sagt, okay, ich schaffe vielleicht jetzt eine Route oder eine Kletterroute, die mir gar nicht angemessen ist? Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Also man darf sich nicht selbst überschätzen. Das ist halt das, wenn man irgendwie Unfälle passieren können, wenn man probiert, mehr zu leisten, als man eigentlich kann. Also immer vorsichtig sein, man muss ein gutes Gefühl dafür haben, wozu man in der Lage ist. Und auch, wenn man Kritik kriegt über den eigenen Kletterstil, gerade was die Sicherung anbetrifft, muss man eben auch offen sein und sich das anhören. Also immer probieren, eben alles perfekt zu machen, gerade wenn es um Sicherheit geht. Also einfach auf die anderen auch hören und langsam anfangen. Viele Leute reagieren eingeschnappt, wenn man sie auf sicherheitstechnische Details hinweist. Und da muss man eben wirklich offen sein für alles und sich auch Kritik anhören und eben eventuell auch verbessern. Mhm. Zur Sicherheit gehört ja jetzt auch dieser Gurt. Was ist denn das Grundequipment, was ich brauche, wenn ich klettern gehe? Ja, also wenn man jetzt zum ersten Mal klettern geht, dann klettert man nur im Nachstieg in der Halle. Dann bräuchte man eigentlich nur Gurt, Schuhe und ein Sicherungsgerät. Wofür ist denn der Gurt gut? Kannst du es mal erklären? Oh, ja, der hält einen eben, wenn man fällt. Und das ist wichtig, dass der Hüftgurt hier eben über der Hüfte festgezogen ist und nicht nach unten weggehen kann. Und ja, die Beinschlaufen eben möglichst da. Und jetzt, wenn man jetzt fällt, sitzt man bequem und kann sich ausruhen und dann eben weiterklettern oder runterkommen. Hier wird dann auch das Seil eingehangen, an dem ich auch schon gehangen habe vorhin. Etwas. Genau, das wird vorne eingehakt, ja. Der Achterknoten. Dann hast du am Gurt eben noch Materialschlaufen, an denen du dein Material befestigen kannst. Da wäre zum Beispiel Sicherungsgerät, das man daran befestigen kann. Oder eben, wenn ich am Fels kletter, Karabiner, Keile und alles, was ich eben so brauche. Da sieht man ja manchmal auch so, so kleine Täschchen hängen. Mhm. Was ist denn da drin? Da ist Magnesia drin. Das brauche ich beim Klettern, dass die Hände trocken bleiben. Weil wenn ich eben nervös bin oder eben mich sehr anstrenge, komme ich natürlich ins Schwitzen. Und sobald die Hände nass sind, ist Klettern extrem schwer. Und dann ist das Magnesia eben hilfreich, um die Hände wieder trocken zu kriegen. Und ja, erleichtert es beim Klettern. Das nimmt man dann auch mit. Meine Schuhe, die habe ich jetzt ja schon ein bisschen an, die sind ganz schön eng. Ja. Wieso ist das so? Das ist so, weil beim Klettern ist das Wichtigste, dass man das Gewicht auf die Füße bringt und die Tritte können extrem klein werden. Und damit man eben auf so richtig kleinen Tritten noch gut stehen kann, braucht man sehr enge Schuhe, die eine scharfe Spitze haben. Also meine Schuhe sind auch 3 Nummern kleiner als meine eigentliche Schuhgröße. Und am Fels kann es sein, dass man wirklich auf einem ganz kleinen Fingerknopf steht. Und ja, da braucht man sehr enge Schuhe. Das heißt, muss man die dann auch immer mal ausziehen nach so einem Klettern? Also 3 Nummern zu klein klingt für mich ziemlich schmerzhaft. Ja, also die kann man nicht lange anlassen. Man zieht sie an zum Klettern, sobald man unten ist, kommen sie sofort wieder raus. Und dann kann man sich wieder erholen kurzzeitig. Und dann okay, wie ist es denn mit der Sportkleidung? Gibt es spezielle Klettersportkleidung, die man braucht? Nein, also man kann mit ganz gewöhnlicher Sportkleidung klettern gehen. Da braucht man jetzt nichts Spezielles. Einfach T-Shirt einpacken, was man zu Hause hat, Sporthose. Ja. Und dann geht's los. Genau. Okay, dann würde ich sagen, bin ich ja ausgestattet. Gibt's denn so von der Technik her etwas, was ich wissen muss, wenn ich klettere? Also wissen müssen tut man nichts, wenn man normal im Nachstieg klettert. Aber es gibt eben viele Tipps, die es einem leichter machen. Zum Beispiel, wie gesagt, eben das Wichtigste ist, dass man sein Gewicht auf die Füße bringt. Sich nicht probiert, mit Klimmzügen hochzuziehen, weil man dann eben sehr schnell Kraft verbraucht. Das hoffe ich eh nicht. Und die Kraft, die muss man sich einteilen, weil die braucht man auf jeden Fall beim Klettern. Also möglichst sparsam damit umgehen. Mhm. Deswegen immer gut auf die Füße stellen. Und eben ein weiterer Tipp wäre, dass man probiert, mit langen Armen zu klettern, weil dann kann das Blut am besten durch die Arme fließen und ja, die Arme blockieren nicht so schnell. Okay, man merkt es in echt wahrscheinlich erst, wenn man an der Wand ist und korrigiert wird. Ich würde sagen, das probiere ich jetzt mal aus. Okay.
Wenn man sich hier so in der Halle umschaut, dann sieht man ja, dass es Griffe in verschiedenen Farben gibt. Wofür stehen denn diese Farben? Die Farben kennzeichnen die Routen. Also eine Route grenzt sich durch eine Farbe ab. Dann weiß man eben, wo man langklettern kann und was zur Route und zu diesem Schwierigkeitsgrad der Route eben gehört. Wie viele Schwierigkeitsgrade gibt es denn? Also es gibt eine Skala, die in Deutschland verwendet wird und die reicht von 1 eben bis mittlerweile 12 minus. Plus und minus bedeutet, wenn ich eine 5 plus hätte, die wäre ein bisschen näher zu 6 und eine 5 minus ist ein bisschen näher zu 4. Und so werden eben die Routen eingeteilt. Wenn ich jetzt Anfänger bin, wie merke ich denn, dass ich genau die richtige Route finde und nicht eine zu schwere aussuche? Ja, man merkt das eben, indem man einfach anfängt mit der leichtesten am besten und sich dann eben langsam steigert. Und dann wird man recht schnell an seine Grenzen kommen. Ja. Und dann weiß man, das schafft man noch nicht, muss man vielleicht noch mal trainieren oder noch mal schauen? Ja, man kann dann eben mehrere Routen in dem Schwierigkeitsgrad probieren, die die Obergrenze bilden. Man kann natürlich auch Sachen probieren, die man nicht schafft. Ist ja kein Problem, wenn man ins Seil fällt. Und ja, wenn man dann viel klettert, dann verbessert man sich auch automatisch. Wie merke ich denn draußen, wenn ich in der Natur bin, so ein Fels habe, was da für eine Schwierigkeitsroute ist? Gibt es da auch so Farben oder was auch immer? Nee, Farben gibt es da nicht. Man muss quasi, wenn man in ein Klettergebiet reist, würde man sich eigentlich den Kletterführer holen von diesem speziellen Gebiet. Da sind die Routen aufgelistet, die es gibt, mit Namen und Schwierigkeiten. Und dann kann man sich gut orientieren, wo man hingehen will genau, welche Schwierigkeiten man da klettern kann und ob die Routen schön sind. Das wird alles da beschrieben. Also eigentlich wie so ein Wanderführer, wenn ich wandern gehe, mit verschiedenen Wanderstrecken. Ja, sowas in der Art, ja. Jetzt haben wir schon so über Halle und in der Natur klettern gesprochen. Wie ist denn da so das Verhältnis? Ist so die Halle der erste Schritt für die Natur oder... Also für Anfänger würde ich sagen, ja. Also die sollten erstmal in der Halle klettern und da unter sicheren Verhältnissen alles gut lernen, alle Dixmoren, die Sicherungssysteme, alles eben verstehen. Und dann eben, wenn sie das haben, raus den Schritt in die Natur machen. Die meisten Kletterer wollen halt eher draußen klettern, das ist sehr viel schöner draußen in der Natur und sehen die Halle wohl eher als Trainingsort an. So ist es zumindest für mich. Also ich trainiere hier in der Halle, um dann eben im Freien wieder stark zu klettern. Und das ist ja auch schön, dann ist man so an der frischen Luft, Sonnenschein, wahrscheinlich schönes Wetter, coole Landschaft. Ja, das ist das Tolle am Klettern, dass man immer draußen in der Natur ist, an wunderschönen Orten eben unterwegs ist und da eine schöne Zeit mit Familie und Freunden erlebt. Was ist für dich so ein Traumkletterziel, wo du nochmal hin willst? Also wir hatten überlegt, als nächstes nach Spanien zu fahren, weil da noch schöne Klettergärten ausstehen, wo wir noch nicht waren. Und auch noch im Mittelmeer fehlen uns ein paar Inseln, die sehr toll sein sollen. Und das waren die nächsten Ziele, die wir geplant hatten für das Frühjahr nächsten Jahres. Wen meinst du denn, wenn du von wir sprichst? Ja, dann meine ich meine Familie und meine Freunde, weil die ganze Familie ist kletterbegeistert. Und wir haben auch viele von meinen Freunden sind mittlerweile mit eingestiegen. Und da unternehmen wir immer was zusammen. Also es ist nicht nur ein Sport, sondern einfach auch eine gute Zeit mit Familie und Freunden dann zusammen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Tolle beim Klettern. Man lernt sich gut kennen und auch mit dem Vertrauen. Man sichert sich gegenseitig, man baut eine starke Bindung zueinander auf. Und das ist wunderbar beim Klettern. Ich habe festgestellt, dass Klettern ein richtig sozialer Sport ist. Man braucht mindestens einen Kletterpartner, der einen sichert. Oft ist man aber auch in der Gruppe unterwegs. Man klettert in der Kletterhalle oder auch in der Natur am Felsen. Und deshalb ist Klettern wirklich ein Sport für alle Jahreszeiten. Und so fällt es mir heute auch ziemlich einfach, Punkte auf der Sportlich-Skala zu verteilen. Für die Alltagstauglichkeit gibt es 3 von 5 Punkten, denn natürlich hat man eine Kletterhalle nicht im Vorgarten stehen. Aber wenn man einen Ort gefunden hat, wo man klettert, kann man das wirklich ganz regelmäßig in seinen Alltag einbauen. Kosten sind 2 von 5 Punkten, denn man muss Eintritt zahlen in der Halle oder vielleicht in ein Klettergebiet fahren und braucht auch das Equipment. Deshalb hier 2 von 5. Dafür gibt es volle Punktzahl bei den Schweißperlen. Denn Klettern ist ein richtig herausfordernder Sport. Man kommt so an seine Grenzen und kann sich wirklich ausprobieren und kommt dabei natürlich auch ins Schwitzen. Den Erlebnisfaktor, den gibt es heute auch mit der vollen Punktzahl 5 von 5 Punkten. Denn es ist wirklich toll, wie ich gesagt habe, ja, einfach immer andere Routen zu klettern und auch besser zu werden. Und das auch wirklich vielleicht draußen zu machen
bei Sonnenschein, in tollen Landschaften und mit seinen Freunden, mit der Familie zusammen. Mir macht's richtig Spaß. Ich kletter jetzt einfach noch ein bisschen hier in der Kletterhalle. Wenn Sie eine Sportart suchen, wo Sie sich ein bisschen ausprobieren können, dann sind Sie genau richtig beim Klettern. Die Anstrengung lohnt sich auch wirklich, denn das Schönste ist, wenn man nachher oben an der Wand hängt und dieses schöne Höhegefühl hat. Dieses Gefühl, das kann man nicht beschreiben, das müssen Sie schon selbst erleben. Probieren Sie es also einfach mal aus. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Mal bei Sportlich.